Hallo liebe Dartsportfreunde, ihr seht es hier hinter mir schon fertig hängen, das Scolia Home Flex. Macht mir viel Spaß, habe auch schon erste Probespiele und Würfe gemacht und die ganze Einrichtung, also der Aufbau, die Kalibrierung der Kamerasysteme, auch die Erstregistrierung des Boards dann bei Scolia war jetzt insgesamt echt nicht schwierig und hat alles in allem, ich würde sagen, so rund eine halbe Stunde gebraucht. Und das aber auch wirklich ganz in Ruhe mit einem Blick in die Anleitung, wo wie was hinkommt, die richtige Kabelverlegung, zeige ich euch alles in diesem Video, denn genau darum soll es ja gehen. Und im Grunde genommen sind das Home und das Home Flex, zumindest was jetzt Aufbau, Ersteinrichtung und so weiter anbelangt, nicht unterschiedlich. Der Hauptunterschied beim Flex besteht eben in einer neuen Recheneinheit, die ist jetzt unten blau und hat eine spezielle Seriennummer, die dann registriert wird und eben dem Abo-Modell, was du dann nochmal wählst. Zu den Unterschieden der ganzen Scolia-Generationen, aber speziell auch nochmal zum Home und zum Flex, habe ich ein separates Video gemacht. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr mehr wissen wollt. Hier geht es wie gesagt einfach um den Aufbau, die Ersteinrichtung und Registrierung und meine ersten Erfahrungen mit der Scolia-Plattform. Viel Spaß dabei! Also ein Unboxing brauchen wir für das System nicht, ganz ehrlich, die Teile und so weiter, das ist übersichtlich. Aber ein paar Hinweise vielleicht beim Auspacken. Ihr kriegt hier einen ungefähr 72 x 77 cm großen Karton. Der kommt auch nicht so, wenn ihr bei Scolia direkt bestellt, ist da nochmal der passende Umkarton dazu. Aber wenn ihr das Ganze dann ausgepackt habt und öffnet, ist darunter natürlich schon das fertige System, also der fertige Rahmen. Und obendrauf sind zwei von diesen Dreiecken, also Kartons, jeweils einer links, einer rechts. Darin habt ihr dann zum einen die Kameras, die ihr noch montieren müsst, auf der anderen Seite dann Kleinteile und zum Beispiel die Aufhängung für das System dann am Surround. Ist alles in diesen beiden Dingern drin, vollkommen übersichtlich. Was ihr dann auf jeden Fall aber braucht, das ist auch ganz prima so gemacht, hier ist extra so ein kleines Täschchen, dass ihr dann als erstes auch die schön gemachte, bebilderte Scolia-Schnellanleitung hier rausnehmen könnt. Wobei Schnellanleitung, hier ist eigentlich alles drin bebildert und beschrieben, zwar auf Englisch, aber wenn es sein soll, auch nochmal mit einem QR-Code und einem Video zur kompletten Aufbauanleitung. Deswegen können wir das hier auch kurz halten. Beim Flex Spark sind natürlich Dartboard und Surround nicht dabei, gibt es sogar nochmal in einem extra Package. Aber so wie bei mir, Dartboard und Surround sind schon vorhanden, also hier werde ich dann das Flex drauf montieren. Also um den Lieferumfang braucht ihr euch auch schon mal keine Sorgen zu machen, es ist wirklich umfangreich alles dabei, was ihr braucht. Natürlich der Frame mit der passenden Recheneinheit, den drei Kameraarmen, komme ich gleich nochmal dazu, Anleitung sowieso, ist ja klar. Noch ein paar nette Aufkleberchen, ein paar Flights von Scolia, auch ganz nett. Dann habt ihr so kleine Anker, nenne ich sie jetzt mal, die schiebt ihr später in den Frame, dass ihr das nochmal befestigen könnt. Aber was ich hier nochmal positiv hervorheben möchte, ist auch das wirklich lange Anschlusskabel. Ihr habt zum einen hier so ein Splitterkabel mit dem entsprechenden Schalter für das Licht, aber auch die Recheneinheit. Das wird alles mit einem Schalter an ausgeschaltet. Das alleine ist schon mal 2 Meter lang. Und das wird dann über einen Anschluss verlängert in nochmal das weitere Anschlusskabel mit dem Netzteil. Und so kommt ihr, das hat 3 Meter, insgesamt dann auf 5 Meter Anschlusslänge. Finde ich super. Erster Schritt ist natürlich die Montage der Kameras mit den Armen an dem Scolia Frame. Das geht super easy, die Positionen sind schon ausgespart und vormarkiert. Ihr habt jeweils 3 Schrauben, mit denen ihr die Kameraarme ganz einfach an dem Rahmen anbringen könnt. Ich empfehle euch auch die Kameras, die haben solche Schwenkmechanismen, einfach hier beiseite zu schwenken, dass ihr hier einen guten Zugang auf die Schraube habt. Und die müsst ihr auch nicht super festknarzen, das ist ja ein bisschen weicheres, nachgebendes Material. Gerade mal handfest drehen mit einem Kreuzschlitzschraubendreher und gut ist. Die Reihenfolge der Kameras solltet ihr beachten. Hier unten, das ist die Kamera A, also die erste. Die hat nämlich das kürzeste USB-Kabel von allen, weil es eben direkt hier unten dann in die Recheneinheit geführt wird. Dann gibt es die zweite Kamera hier auf 9 Uhr Position und die dritte oben auf 1 Uhr Position. Da ist eigentlich wurscht, ob ihr B und C in der Reihenfolge einhaltet oder nicht, denn die haben beide ein gleich langes Kabel, das ausreicht, um das dann verdeckt im Rahmen, zeige ich gleich noch, hier unten entsprechend in diese CPU mit einzustöpseln. Schaut am Anfang, dass ihr hier diese Kamera noch gut bewegen könnt. Das braucht ihr dann später auch für die Kalibrierung. Und wenn das soweit steht, dann könnt ihr hier das Scharnier ein bisschen fester stellen. Da braucht ihr auch einfach nur einen Kreuzschraubendreher
und alles ist gut. So, und wenn ich den Rahmen mal umdrehe, denke ich, kann man das hier ganz gut sehen. Hier unten ist dann die Recheneinheit, die ist schon mit zwei Schrauben soweit fixiert. Bei mir war sie durch den Transport auf der einen Seite ein kleines bisschen los. Ich habe jetzt einfach nochmal mit einem doppelten Teppichklebeband diese Einheit hier unten soweit fixiert, dass da nichts passieren kann. Gerade wenn ihr auch dann die Kabel von den Kamerasystemen, das ist alles USB, hier einfach reinsteckt. Reihenfolge vollkommen egal, einfach in einen freien USB-Port. Und dann ist das hier alles, und das finde ich gut, schon so gemacht, dass ihr hier Kabelkanäle habt, wo ihr also super sauber die Kabel, die von den Kameras kommen, in den kompletten Rahmen bis hier zu der Recheneinheit nach unten führen könnt. Hier liegt das Ding noch vorsichtig auf dem Rücken, aber ich denke, man kann es sehen. Ich habe hier ein kleines bisschen Luft gelassen für das Kabel, weil man die Kamera einmal komplett noch schwenken können soll für die Montage und Kalibrierung. Und dann einfach in die Aussparung das Kabel drücken, schön bis zur Recheneinheit führen, einstecken und es dann hier soweit kaschieren oder fixieren, wie er das braucht. Was ich an dem Frame bzw. dem Spark hier auch schon mal ganz gut finde, wie es gemacht ist, ihr seht, hier innen ist dann der entsprechende LED-Ring. Aber hier ist dann auch nochmal so eine Lippe, das heißt, ihr werdet von dem Licht nicht geblendet, aber euer Dartboard ist damit optimal ausgeleuchtet. Anschlüsse, Verkabelung an sich ja auch ein No-Brainer. Ihr seht, hier ist einmal ein freier Stecker von dem Lichtring und dann ist hier einmal noch eine Steckverbindung für die Stromversorgung der Recheneinheit. Beigelegt ist ja dieses Y-Kabel, das heißt, ihr müsst einmal nur hier für das Licht einstöpseln und einmal dann in die Recheneinheit. Anschlussmäßig habt ihr dann vier USB-Ports, drei sind durch die Kameras belegt, einer ist frei. Den könnt ihr zum Beispiel dann für das Wireless-Adapter von Wonetz, das mache ich nämlich, verwenden. Der Wonetz-Wireless-Adapter bzw. die Bridge genauer gesagt ist optional. Das ist also ein Zusatzding für 25 bis 30 Euro, das ihr dazu nehmen könnt. Standard ist sonst 5 Meter Netzwerkkabel ist schon mit dabei gelegt und dann könnt ihr das ganze Ding dann zuverlässig und sicher halt direkt mit eurem Router verbinden. Um diesen ganzen Skolia-Aufbau dann zu befestigen, gibt es hier diese drei T-Stücke. Die werden in diesen Rahmen, auch hier gibt es wieder drei vorgesehene Aussparungen, erstmal nur so eingeschoben. Darauf achten, dass die Löcher immer nach außen, also nach oben zeigen. Das gleiche gibt es dann hier nochmal genau in der Mitte von diesem Rahmen. Einmal einschieben und einmal da außen. Und dann wird das über euer Dartboard Surround gehangen. Und wer möchte, kann dann das Ganze noch über die Löcher, und da sind die passenden Dübel mit Schrauben von Fischer auch nochmal beigelegt, finde ich gut, einmal in die Wand schrauben. Ich hänge es jetzt einfach so lose über den Surround. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn diese T-Stücke, die wirklich sehr leicht rein und raus gehen, in irgendeiner Form nochmal hier von innen oder von außen zusätzlich hätten fixiert werden können, dass das eben wirklich fest mit dem Rahmen verbunden ist. Aber bei dem geringen Gewicht kann eigentlich auch nichts passieren. Das ganze montierte System kann jetzt hier über den Dartboard Surround gehangen werden. Ich lasse auch einfach mal mein Illumina Light, das USB-Licht da oben drauf hängen. Eben, dass das mit der 12 Uhr Position hier soweit gerade ist. Na und schon hängt das Skolia an der Wand und der erste Betrieb ist jetzt nicht mehr weit. Ich brauche nur noch Saft für die LED und für die Recheneinheit, also Stromkabel anschließen. Und wenn das Ding hochgefahren ist und Internetverbindung hat, gehe ich mal davon aus, geht es erstmal um die Registrierung. Also wenn man bei Skolia noch keinen Account hat, sich erstmal neu und kostenfrei zu registrieren. Und in diesem Account kann man mit Sicherheit dann sein Dartboard anmelden über die Seriennummer. Und dann geht es los mit dem Kalibrierungsvorgang, bis dann alles korrekt erkannt wird. Na und dann? Dann kommt doch der schönste Teil. Dann geht's los mit dem Darten. Okay, wenn ihr das seht, wisst ihr, die Dartgarage ist auf Skolia online. Ich habe das inzwischen auch mit dem Wonetz WLAN-Adapter gemacht. Der blinkt wunderbar. Ich habe das hier hinter den Surround geklemmt, dass ich am Start sehe, dass alles in Ordnung ist, aber so mich nichts stört. Da mache ich, glaube ich, mal einen separaten Beitrag zur Einrichtung. Das sind ein paar Schritte, ist nicht für jeden so ganz selbsterklärend, glaube ich. Aber würde hier jetzt den Rahmen sprengen, denn die Ersteinrichtung mit Kabel direkt am Router ist super easy. Und dann wechsle ich jetzt nochmal auf die Skolia-Plattform, wo, wie man das Board registriert und dann die Kameras so ausrichtet, also kalibriert, dass es dann wirklich losgehen kann. Dein Skolia oder dein Skolia-Bereich kannst du dann über game.skoliadarts.com aufrufen.
nach einmaliger Registrierung, wenn du noch keinen Account hast und das geht schnell und ist kostenfrei per E-Mail und Passwort, bist du dann in deinem Bereich und der sieht dann hier folgendermaßen aus. Das ist auch ein Webclient, das heißt, das Ganze läuft geräteunabhängig. Also vollkommen wurscht, ob du mit einem Smartphone via Android oder iOS das Ganze machen möchtest oder auf einem Notebook oder auch einem PC mit Monitor. Funktioniert alles. Und nach der ersten Anmeldung musste ich lediglich hier auf Manage Links gehen, My Boards und dann ganz oben auf Add a New Board gehen, dann die Seriennummer entsprechend eingeben. Dann hat er einen kleinen Moment gerödelt und schwupps, schon war mein Skolia Flex registriert. Hat alles geklappt, erscheint dann hier dein Board unter My Boards. Kleiner Tipp vielleicht zur Vergabe auch des Boardnamens, weil viele danach fragen, die sagen, hey Skolia, cool, können wir ja zusammen spielen, wie ist denn dein Name? Dann ist das nicht dein Profil- oder Spielername, sondern es ist dein Boardname. Bei mir heißt es zum Beispiel Ollis Dart Garage, also alles gleich, kann mich jeder relativ easy finden. Und wenn dein Board erkannt und registriert ist, dann ist das auch hier in der Liste unter My Boards zu erkennen. Dann einmal draufklicken und jetzt ist der nächste Vorgang die Kalibrierung. Und dazu scrollt man einfach hier ein bisschen weiter runter, dann sieht man schon die ersten Kamerabilder des eigenen Boards. Hier am besten das Häkchen setzen unter Show Board Ellipsis, dann sieht man hier so eine grüne Ellipse und auch wie weit die von dem eigentlichen Dartboard entfernt ist. Hier geht es jetzt darum, die Kamera so auszurichten im Winkel, dass die Ellipse eben möglichst vollständig auch das gesamte Dartboard abdeckt. Und damit das auch direkt nachvollziehbar ist, einmal den grünen Button Start Streaming starten. Und wenn du jetzt an den Kameras etwas veränderst, dann siehst du das auch live auf dem Skolia Board. So sieht es bei mir jetzt erstmal aus. Hier vielleicht nochmal beachten, dass das auch wirklich immer streamt. Wenn der grün wird, dann ist das eben nicht mehr live. Und wenn ihr jetzt weiter an der Kamera ruckelt, dann seht ihr hier gar keine Veränderung. Also in dem Fall einfach wieder auf Start Streaming drücken. Der Knopf wird wieder rot und ihr könnt weiter die Kameras entsprechend ausrichten. Wenn soweit alles passt, kann man hier auch nochmal kurz die Ellipsen ausblenden, dass man zum Beispiel, und die Kamerareihenfolge ist auch, das linke Bild ist A, die Mitte ist B und das rechte Bild ist Kamera C. Gerade bei dem mittleren Bild hat man nochmal so eine Kontrolle, ob das auch wirklich alles gerade hängt, sowohl dein Dartboard wie auch das Skolia-System. Denn du müsstest dann eigentlich hier vom Kamerabild her schön gerade von der 11 bis zur 6 rüber gucken können. Wenn es aber für dich passt, dann empfehle ich auch, die Gelenke der einzelnen Kameraarme mit dem Schraubendreher nochmal fester zu ziehen. Skolia sagt ja auch bei der ersten Kalibrierung, dass das soweit alles funktioniert hat und dann hast du hier ein grünes Häkchen auch im Status, wenn dein Board online ist. Und wenn was mit deinem Board, also der Kalibrierung, nicht stimmt, dann hast du hier auch keinen grünen Status mehr, sondern dann wird eine Errormeldung angezeigt. Wenn die Kalibrierung steht und sonst alles in Ordnung ist, dann findest du immer hier links unter My Boards dann dein entsprechendes Board. Der Status online sagt eben auch, dein Board ist quasi an, hat sich ordnungsgemäß mit Skolia verbunden und ist auch korrekt kalibriert. Und das Schöne ist, seit einem Update von vor ein paar Monaten braucht ihr auch nicht mehr diesen Boardcode hier rechts euch zwingend zu merken, denn es wurde die neue Friends-Funktion eingeführt. Die ist direkt unter My Boards auf der linken Seite. Friends, und da könnt ihr wie gesagt über den Boardnamen jetzt Freunde finden und hinzufügen. So wie hier bei mir in der Liste der Marvin143, das ist Marvin von Marvins Dart-Ecke. Und würde ich jetzt zum Beispiel noch den lieben Markus von Data Rosa Darts hinzufügen wollen, dann suche ich hier einfach mal nach Data Rosa und schon wird mir Data Rosa Darts vorgeschlagen. Sehr schön. Es gibt so ein Kärtchen mit grob Statistiken und man kann hier sagen Add a Friend, dann gibt es einen Request. Und wenn dann der liebe Markus von Data Rosa Darts auch in seinen Friends Tab reingeht, dann sieht er, aha, er hat eine Anfrage aus Ollis Dart Garage bekommen und kann dann entweder diesen Request selber akzeptieren oder ablehnen. Also sind wir ready, System ist kalibriert, Freunde wären auch in der Liste, aber ich fange jetzt erstmal mit einem lokalen Spiel an. Und fürs erste Match wähle ich dann hier links Local Game, den Klassiker 501 mit 3 Legs und dann spiele ich einfach mal eine Partie gegen den Bot. Und ihr werdet auch sehen, man kann ganz toll anfangen und so richtig übel nachlassen, aber so kriegt ihr den ersten Eindruck auch von der Oberfläche, vom Ausbullen und wie das Ganze funktioniert. Und es kann losgehen!
meine 1 darf anfangen mit dem Bull. Na, der ist ein Single Bull, ist ja schon mal nicht schlecht. Bot ist dran und hat daneben geworfen um 18,7 mm, das heißt, meine 1 hat Anruf. Na, auf geht's. Mit einer 1 starte ich immer super gerne. Da kann man noch Höhe suchen. Einmal unten, einmal zu weit oben. 45. Aber ist okay. Noch ist ja nichts verloren und auch noch nichts gewonnen. Das sieht doch gut aus. 17. Er macht den Olli und zieht schon wieder nach links. 140. Okay, nehme ich mit. 45. Und hier muss ich mal kurz pausieren. Nach 18 Darts schon in einem Finish-Bereich, an sich ja ein tolles Leg. Aber ab hier, das kann ich schon mal spoilern, nimmt das Elend seinen Lauf. Das wird so ein Leg, dass ich partout nicht zukriege. Aber warum ich das hier drin gelassen habe, auch um es zu zeigen, denn die Kameraerkennung bei den Skolia ist einfach sehr gut. Ob der eben vollkommen außerhalb ist oder ganz knapp am Draht, aber eben nicht im Doppel. Alle Situationen sind hier irgendwie mit drin und ich muss sagen, das Skolia erkennt es jedes Mal sehr souverän. Wo wollte ich da denn hin? Zu zaghaft. 41. You require 20. No score. Das war die Doppel 15. Sag mal, Herr Mann, das war etwas höher, aber immer noch die Doppel 15. 22. You require 20. Boah, ist so locker. Lieblingsdoppel und dann spielst du so einen Ramsch hier. Ich könnte mich auch mal positiv motivieren. Das nervt mich auch. Immer schön positiv im Mindset. Doppel 2 left und der Bot kriegt mich am Ende noch.
Super, knappe Nummer. Ich hatte, glaube ich, nur 155 Vorsprung, ne? Und kriegt das Ding nicht zu. Really? Das ist der Draht. Oh Gott. Leider ist die Kameraerkennung sehr gut. So. Doppel 1. Ach, oh Mann. Will ich schon stecken. Jawohl, Olli im Kaninchenmodus. Naja, und wenn ihr Lust habt, dann natürlich noch mal einen Leg, wo es ganz gut funktioniert hat. Das ist so das, woran ich immer versuche, mich zu orientieren. An sich, sag ich mal, das ist dann ein gutes Leg, nämlich immer so nach 5 bis 6 Aufnahmen, also 15 bis 18 Darts, zumindest schon mal im Finish-Bereich zu sein. Und dann in der Regel so 21 bis 24 Darts, um das Leg dann auch zu beenden. Das läuft ja auch vom anfänglichen Scoring nicht ganz so gut. Also gerade der First Niner, der könnte natürlich besser sein, die ersten drei Aufnahmen. Aber es steigert sich zumindest dann hier in dem Leg so nach hinten raus. Das ist ja auch ganz okay. Und ich habe jetzt hier mal die eigene Kameraperspektive unten rechts rausgelassen. Denn was ich bei dem Scolia auch ganz schön finde, ist, ihr könnt hier prima anhand der Punkte natürlich auf dem Board wirklich gut nachverfolgen, wo genau die Darts gelandet sind. Und darunter seht ihr nochmal die Detailaufnahmen für jeden einzelnen Dart. Haben die wirklich schön gelöst. Ganz oben übrigens, da wo das Scolia-Logo dran ist, in der Mitte, seht ihr auch immer, in welchem Modus ihr spielt. Das gab es auch mal nach einem Update, war lange Zeit genau nicht so. Da wusstest du gar nicht, wenn du zum Spiel eingeladen bist, welcher Modus wird denn gespielt und wo befinde ich mich denn. Hier siehst du auf den ersten Blick, das ist ein 501er, wird gespielt und zwar drei Legs über Modus Double Out. Du siehst immer sehr schön, wer dran ist. Oben auch, wie viele Legs hast du gewonnen, wie viel dein Mitspieler. Hier steht es gerade 2-1 für mich. 72 81. You require 130. Und hier stehe ich jetzt bei 100 Punkten Rest. Und das Ausbullen lief super, ich habe sofort das Doppelbull getroffen, deswegen war ich der Meinung, komm, versuch's nicht über die Triple 20, sondern das Doppelbull, der landet zwar auf der richtigen Höhe, aber zu weit links, deswegen eigentlich bekloppt, das so zu spielen, aber wie man es halt manchmal macht, ne? 33. Das ist hier vom Stellen noch ein bisschen Kraut und Rüben, aber 67, da war der Plan natürlich jetzt im Kopf. Einfach die Single 17 möglichst mittig treffen. Auf die Triple habe ich gar nicht gezielt. Siehst du auch, wo der Dart landet, das ist schon fast die Doppel 17. Aber dafür jetzt das Feeling fürs Doppelbull, also zweiter Anlauf. Und der hat auch funktioniert. Und zwar wirklich schön. Game Shot. Ja, so laufen also die Scolia-Matches lokal ab. Wenn das Match durch ist, kriegt ihr hier eine sehr schöne Heatmap. Da sieht man, dass das bei mir auch ziemlich vogelwild noch aussieht. Trefferbild kann auf jeden Fall genauer sein. Genau solche Sachen könnt ihr sehen und dann auch nochmal gezielt trainieren. Ihr habt links eben die ganze Leg-Übersicht und dann könnt ihr nochmal einzeln die Legs durchgehen. Wie war der Average, wie war die Checkout-Quote und auch wie war das Trefferbild. Finde ich manchmal auch so für die eigene Spielanalyse schon mal einen ganz guten Ansatz. Man sieht ja, welche Felder hat man versucht, wie haben die Checkouts funktioniert. Weiter unten gibt es auch nochmal so eine Score-History. Da ist der Verlauf auch immer sehr schön, weil man dann von Leg zu Leg eben auch sehen kann, habe ich eigentlich irgendwo mal eine Schippe drauflegen können oder habe ich irgendwie
abgebaut. Also man sieht auch so Höhen und Tiefen im Verlauf des Spiels. Bei mir waren es jetzt hier zum Beispiel am Anfang eigentlich keine dollen Highlights, aber im vierten Leg, so wie hier zwischendurch dann mal, das Finish eben sehr gut gestellt und das kann man hier auch prima sehen. Wenn man Koordinaten wählt, dann sieht man auch nochmal ganz genau die einzelnen Einschläge, ja, oder Treffer, gerade auch für die Doppelfelder und so. Finde ich, kann man hier einiges auch für sich rausziehen, um dann im Training oder nochmal gezielter bestimmte Felder oder Doppel zu trainieren. Also wirklich eine schöne Sache, finde ich, von der Oberfläche und das meiste an sich auch selbsterklärend. Ja, so sieht es also aus mit der Einrichtung, Kalibrierung eures Scholia Flex Systems. Sehr, sehr ähnlich zum Scholia Home, nur wie gesagt, dann in einem Abo-Modell. Ich habe mich für die quartalsweise Zahlung entschieden. Das sind dann rund 30 Euro für 3 Monate. In den nächsten Beiträgen werde ich nochmal darauf eingehen, wie ihr euer Scholia Home oder auch Flex System kabellos ins Netz kriegt. Und ich werde euch auch nochmal zeigen mit freundlicher Unterstützung vom Automaten Wagner, wie man das Scholia-System von diesem Sparklichtring ja befreit in meinem Falle. Ich werde die Kameras abmontieren und das Ganze auf einen Winmow Plasma-Ring dann montieren. Darüber hinaus sind dann weitere Beiträge von mir geplant zu verschiedenen Spielmodi oder auch mal ein Turnier, was angeboten wird oder aber auch Angebote von Drittanbietern wie GoDarts Pro oder auch mein Darts-Training, die ihr ebenso mit dem Scholia-System verbinden könnt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video, konntet Eindrücke mitnehmen, wie dieses Scholia Flex System funktioniert. Naja, und wenn ihr so eins dann auch habt, dann könnt ihr mich gerne adden. Ollis Dartgarage heißt mein Board. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Spiel. Danke fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good darts. Euer Olli.